Hi Leute, ich bin zurück mit einem neuen Video. Yes! Und zwar gibt es gerade eine Palette, die das Internet spaltet, weil sie einfach für die meisten einfach zu teuer ist. Und ich dachte, ich mache ein ganzes Video drüber, weil ich habe netterweise die Palette zugeschickt bekommen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Und zwar ist es die Hourglass Curator 5 Shadow Palette. Das ist das Packaging von außen und das Ganze ist so ein System, da kann man sich kleinere Paletten holen und die 5er Palette ist somit die größte aus dieser Curator Kollektion und das ist alles so sustainable, refillable, ne? Also es ist ein ganzes Konzept um diese Palette erstellt, also es ist nicht einfach so, hier ist eine Palette so, ist nice, sondern da ist ein ganzes Konzept eben mit diesem auffüllbaren und auch eben mit diesem abbaubaren sozusagen. Das ist nochmal hier so das Werbebild von Hourglass. Choose, change, customizable, refillable and reusable. Diese einzelnen Lidschattenpfännchen kann man sich kaufen. So wie auch diese einzelnen Paletten. Hier sind zum Beispiel, man kann sich eine Lidschattenfarbe holen mit einem Packaging sozusagen, eine Dreier und die Fünfer. Die Fünfer-Palette kostet zusammengestellt im Online-Shop 178 Euro. Und da sind wir auch schon beim Preis und bei dem Punkt, wo die Leute halt komplett ausrasten. Und ich muss voll lachen. Ich finde immer so witzig, wie die Leute über Make-up komplett abgehen. Aber ich glaube, das ist halt so diese Internetgesellschaft einfach. Ich glaube, dass im normalen Leben der Austausch halt nicht so aggressiv ist wie im Internet. Ja, also wenn ich in mein Umfeld gucke, dann ist das alles nicht so aggressiv. Aber ich habe das Gefühl, das ist schon so eine Mentalität geworden. Also man muss etwas finden, man muss sich aufregen. Also ich gucke ja zum Beispiel Trendmood total gerne, weil ich einfach auch auf dem Laufenden sein will. Hey, was gibt's für neue Releases, was kommt Neues, so wer droppt was und so. Ich finde es halt einfach spannend. Und so wie andere halt jeden Morgen Zeitung lesen, mache ich das halt zum Beispiel damit. Und die Kommentare, also man schafft so 3 Kommentare, finde ich, und dann hat man schon keinen Bock mehr weiterzulesen. Also diese Leute machen es nicht allgemein kaputt, sondern sie machen es halt auch für andere kaputt, um wirklich diesen Austausch zu genießen. Ich habe das Gefühl so, oh, da ist jemand meiner Meinung, oh geil, weißt du, wie ich meine? Und dann so, oh, noch einer. Und dann am liebsten sind meine Favorite-Kommentare, bin ich die Einzige. Du weißt ganz genau, dass du nicht die Einzige bist, ja? Okay. So, auf jeden Fall möchte ich noch 1-2 Sachen sagen, die hier auf der Karte sind. Also, ja, customizable. Ihr entscheidet, welche Farben in diese Palette reinkommen. Und dann habt ihr eben dieses refillable, ja. Und dann habt ihr hier also eine Pan-Palette. Das war ja, wo ein Lidschatten reinkommt. Bedeutet eben, dass ihr eine Plastikflasche, also one plastic bottle saved. Die Dreier-Pan sind 2,5 plastic bottles saved. Und die Fünfer-Palette sind halt 5 Bottles, also plastic bottles saved. Luxury performance. The 100% vegan shades deliver highly pigmented color with a smooth, easily blendable texture for comfortable wear. So, das ist erstmal grob das, was Hourglass eben sagt. Ich habe die Palette auch hier, wie gesagt, zugeschickt bekommen. Die Palette wurde für mich zusammengestellt. Also ich konnte nicht selber aussuchen. So sieht die Palette von innen aus. Das ist die 5er Palette. Kommt mit einem Spiegel. Das Packaging ist wie so ein Tuschkasten. Wisst ihr, wie ich meine? So ein Aluminium-Packaging ist das. Was ich richtig cool finde, es ist sehr, sehr slim. Was ich auch schön finde, das ist Gold, das finde ich eben cool. Und die Lidschatten sind eben so rausnehmbar. Und jeder einzelne Lidschatten sieht dann so aus. Genau, und ihr entscheidet halt, wie gesagt, eben was rein kann. Und es gibt verschiedene Formulierungen, von Schimmer zu Matt zu Satin Finish und so. Ja, die Kommentare, wie gesagt, sind einfach, dass es zu teuer ist und was soll das überhaupt. Auf der einen Seite kann ich das total gut verstehen. Auf der anderen Seite, jetzt wo ich mein eigenes Label habe, weiß ich einfach, was dafür Schritte im Hintergrund sind, um das halt zu erfüllen sozusagen. Und ich kann mir halt vorstellen, also ich weiß, warum das so teuer ist. Wisst ihr, wie ich meine? So einfach gesagt. Aber trotzdem kann man den Raum dafür offen lassen und sagen, ich finde es einfach zu teuer. Also wisst ihr, wie ich meine? Ich will damit jetzt nicht sagen, so, oh nee, also es gibt halt Gründe und deswegen kann keiner sagen, dass es zu teuer ist. Das will ich gar nicht sagen, sondern ich kann mir vorstellen, warum das so teuer ist. Aber ich kann eben auch den Raum verstehen, der sagt, trotzdem einfach zu teuer, sorry. Sebastian hat eine gute Frage gestellt. Er hat nämlich gefragt, ja, was kostet denn ein Lidschatten? Das habe ich gar nicht gesagt. Also ein einziger Lidschatten kostet, oh Gott, 32 Euro. Das ist natürlich, also ich kann es schon verstehen, das ist richtig krass.
richtig krass. Also das sitzt so locker. Ah, man muss es reinklicken. Guck mal, meins war so locker, dass ich dachte, es wäre locker, aber nee. Die sind schon fest und dann kann man die so... Ja, ich würde von euch gerne wissen, wie steht ihr denn dazu? Sagt ihr, ja, das wird seine Gründe haben, dass es eben so teuer ist? Oder sagt ihr halt einfach, sorry, absolut no-go? Also fernab davon, ob man sich das jetzt leisten kann oder nicht, sondern wirklich allgemein. Findet ihr, dass dieses ganze Konzept diesen Preis rechtfertigt? So. Und ich frage mich bei mir selber zum Beispiel, hätte ich dieses Geld dafür ausgegeben? Ich glaube, hätte ich es nicht zugeschickt bekommen. Und wenn ich jetzt auch keine Videos machen würde, würde ich das wahrscheinlich als normaler Konsument nicht kaufen, denke ich mir. Ja, ja, ich versuche wirklich seit Tagen so zu überlegen, ja, sei ehrlich. Denk mal nach, wie hättest du es gemacht? Hättest du es gemacht? Wahrscheinlich, ja. Wenn ich keine Videos machen würde, wie sehr würde ich mich überhaupt schon... Also das ist halt alles so krasse Spekulation. Aber wenn ich von diesem jetzigen Ist-Zustand ausgehe, also ich bin... YouTuberin und Review auf meinem Kanal ausschließlich Beauty-Produkte, dann würde ich sagen, ja, wahrscheinlich hätte ich es mir gekauft, um es zu testen und zu zeigen. Ich hatte jetzt sogar den Vorteil, das zugeschickt zu bekommen. Ich habe schon einige hochkarätige Make-up-Artisten auf Instagram gesehen, die eine Kooperation mit Hourglass hatten und auch schon coole Looks geschminkt haben. Genau, und da habe ich auch schon gesehen, ja, du hast schon coolere Looks mit auch mit anderen günstigeren Paletten geschminkt. Also da gehen die Meinungen halt total auseinander. Achso, und dann habe ich natürlich auch, ich folge nämlich jemandem, der sehr in der Beauty-Branche ist und viel für Make-up-Labels macht. Und der zum Beispiel 5 Jahre für Chanel gearbeitet und der hat halt genau erklärt, warum diese Palette so teuer ist. Also wenn man das so fachmännisch betrachtet, hatte ich euch ja auch gesagt, kann ich den Preis verstehen. Aber ich denke, als Endkonsument sieht man gar nicht den Hintergrund und weiß halt nicht, was da noch eben für Prozesse sind. Und für einen sind dann halt, für einen Endkonsumenten steht dort 178 Euro. Ich mache jetzt erstmal weiter. Dafür nehme ich diesen Make-up Forever Stift. Das ist ein ganz normaler Kajal, also... Ich habe ein bisschen Foundation Concealer auf dem Lid und ich ziehe mir jetzt erstmal so einen kleinen Lidstrich. Dann nehme ich mir einfach so einen Flat Definer Brush und blende jetzt erstmal den Kajal aus, bevor ich weitermache, weil wenn der trocknet, ist manchmal ein bisschen schwer, das noch so auszublenden. Ja, aber ansonsten finde ich das eigentlich ziemlich spannend, weil die haben ja dieses eben, also Themen aufgegriffen, die ja halt sehr, sehr... Ja, die haben ja halt Themen aufgegriffen, die ja sehr aktuell sind und eben im Gespräch. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, so das ganze Konzept. So, ich arbeite mich Stück für Stück vor. Blende das ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich bin schon geschminkt, außer die Augen, bis auf jetzt. Und ich trage den Hattie de Schmidt Labs Bronzer in der Farbe Light und auch den Highlighter in der Farbe Light. Und I'm obsessed. Wieder beim Thema, weißt du? Ja, ich habe mir mit dem Liner so eine kleine Guideline geschaffen. Mhm. Und hier ist nämlich ein schwarzer Lidschatten drin. Das ist der hier außen. Und ich werde denselben Pinsel nehmen, mit dem ich nämlich auch den Liner ausgeblendet habe. Und schwarz ist ja immer sehr ungnädig. Zum einen intensiviere ich jetzt diesen Kajal und zum anderen sette ich das halt auch. Das ist mal ganz gut. So, zack. Also dieses Schwarz ist schon mal nicht so krass intensiv. Also es gibt ja mittlerweile richtig, richtig krasse schwarze Lidschatten. Ich merke jetzt schon, der braucht auf jeden Fall Zeit, um aufzubauen. Das könnt ihr eigentlich auch ganz gut sehen. Der Liner wird trotzdem nicht super, super schwarz. Also bei dem Schwarz habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, eure Looks aufzubauen und dem Ganzen auch ein bisschen Dimension zu verleihen. Also ich würde mal sagen, ich mag es, wenn man Lidschatten aufbauen kann. Das ist für mich der perfekteste Weg. Das ist so, wie ich es am liebsten mag. So ist es auch, wie ich es mit meinen Paletten eben gemacht habe. Aber wenn ich ein Schwarz in meine Palette gepackt hätte, dann hätte ich wirklich ein krasses Schwarz reingemacht. Hier muss ich wirklich sehr, sehr viel aufbauen. Also es ist schon wirklich die dritte, vierte Schicht. Und es ist halt noch nicht so pechschwarz. Und ich habe einen schwarzen Kajal drunter. Also nur mal so. Ich finde es jetzt aber dadurch nicht schlecht. Sondern versuche einfach nur zu erklären, was meine Präferenz hier jetzt gerade bei dem Schwarz wäre. Also ich bin ja ein großer Hourglass-Fan. Ich benutze die Produkte von denen sehr gerne. Ja, und jetzt, wo ich das so sage und auch so weiter schminke, passt dieses Schwarz aber perfekt, finde ich, für den Hourglass-Kunden. Also wenn ich mir so die Produkte angucke, die Brand angucke, dann ist das das perfekte Schwarz. Ja, also es ist nicht, weil sie das nicht
besser wussten, sondern das ist genauso entschieden. Das finde ich, das auf jeden Fall sehr cool. Ich überlege, wie ich weitermache. Ich nehme mal dieses mittlere Braun hier. Das ist ein matter Lidschatten, genauso wie das Schwarz. Mit demselben kleinen Blenderpinsel. Und die Farbe platziere ich so ein bisschen in das Schwarz, aber auch über das Schwarz. Man könnte es natürlich auch super grafisch halten, indem man es einfach schwarz lässt, aber ich versuche hier natürlich so viel Farben wie möglich zu benutzen. Braun habe ich jetzt auch ein paar Mal aufgebaut und ausgeblendet, aufgebaut, ausgeblendet. Und das ist jetzt das Ergebnis. So, also ich habe dieses mittlere Braun jetzt nochmal ein bisschen ausgeblendet, aufgebaut. Und dadurch ist das Schwarz auf jeden Fall auch schwächer geworden, hat sich so in 1 Gemischen verblendet. Also es ist nicht so krass geblieben wie hier oben zum Beispiel. Was ich als nächstes mache ist, ich würde gerne dieses Grün hier ausprobieren. Das ist ganz interessant. Das wirkt so, ja, so als wäre da noch Gold drin und so grob, ja, so scheckig irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben. Aber da sind irgendwie gröbere Partikel drin. In diesem Grün. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dafür nehme ich so einen Synthetikpinsel und gehe jetzt erstmal trocken in die Farbe rein. Also die 2 matten Lidschatten, die ich benutzt habe, die konnte man gut ausblenden. Und die Farbe presse ich jetzt komplett auf mein bewegliches Lid. Also ich finde dafür, dass der Concealer und ja, Foundation schon lange auf meinem Lid drauf ist und getrocknet ist und auch der Synthetikpinsel trocken ist, finde ich, geht das eigentlich voll gut aufs Lid. Also ich habe es nicht angesprüht oder so. Meine Base ist eigentlich auch nicht mehr feucht. Ich habe das Grün jetzt nochmal angesprüht, um einfach nochmal zu gucken, was dann passiert. Es wird minimal metallischer. Kein ganz so großer Unterschied. Jetzt nehme ich nochmal einen anderen sauberen Pencil Brush und gehe in diesen richtig schönen Kupferton rein. Das ist ein metallischer Lidschatten. Ich klopfe so ein bisschen ab und die Farbe versuche ich so ein bisschen in meinen Innenwinkel zu platzieren. Auch erstmal trocken und Und dann nehme ich diesen Ton und zwar die letzte Farbe aus der Palette, die ich noch nicht benutzt habe, mit dem gleichen Blenderpinsel. Und die Farbe platziere ich direkt an meinen unteren Wimpernkranz. Und auch die Farbe performt sehr, also sehr intensiv, wie ihr sehen könnt. Auf jeden Fall krasser als das Schwarz und das, gut, das Braun ist sehr hell deswegen. Aber das ist auf jeden Fall pigmentiert. Mit dem Look bin ich durch. Dann würde ich gerne noch 1-2 Sachen mit euch teilen. Also ich konnte mit der Palette sehr gut arbeiten. Ihr habt mir auch Schritt für Schritt eben zugucken können. Für mich haben alle Farben sehr gut funktioniert. Das Schwarz ist halt ein Schwarz, was man... Ein Schwarz, was man halt aufbauen kann, aufbauen muss. Genau, aber ansonsten die anderen Farben sehr intensiv. Dieses mittlere Braun ist halt ein schönes, leichtes Braun, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Nur das, was man gesehen habt. Und also der Look, ich konnte ihn super easy schminken, war gar kein Problem. Ich muss natürlich auch hier sagen, dass es jetzt aber auch nichts war, was wir in anderen Paletten nicht gesehen haben. Oder also eigentlich... Das, was diese Palette ausmacht, ist das Konzept. Wisst ihr, wie ich meine? Macht das Sinn? Also die Palette, also die Lidschatten selber sind toll. Finde ich gut. Und wie gesagt, aber ich finde, das ist jetzt kein Lidschatten, wo ich sage, okay, das habe ich woanders nie gesehen. Ohne das jetzt böse zu meinen. Also für mich macht das, also für mich macht diese Palette eben das Gesamtkonzept aus. Hier ist natürlich die Frage, wer ist bereit, eben dieses Geld dafür auszugeben? Also ich denke, ich weiß, dass es trotzdem einen Markt dafür gibt. Es wird genug Menschen geben, die sagen, ey, genau das brauche ich und mehr nicht. Also das sind jetzt vielleicht auch gar nicht Leute, die jetzt wirklich jede Paletten-Releases einkaufen und shoppen irgendwie jedem Hype hinterher, sondern die sagen sich, okay, ich brauche ein Ding, ich bin eher so Alltag und damit kann ich sehr gut arbeiten. Vielleicht hole ich mir noch eine kleinere mit krasseren Farben. Das ist dann meine Abendpalette und kombiniere das dann mit meiner Tagpalette so ein bisschen. Also ich kann mir definitiv vorstellen, dass da Leute sind, die sagen, und auch noch das Konzept finde ich einfach großartig, funktioniert für mich und ich bin bereit, diesen Luxus eben zu bezahlen und das reicht mir dann auch. Ich finde das Konzept auch hier richtig gut, sagt mir zu. Ich finde das Packaging extrem luxuriös, so wie es bei Hourglass eben halt ist. Also definitiv coole Sache, Price Tag definitiv ausdiskutierbar, aber auch hier kann ich den Hintergrund verstehen, aber das ist dann meine fachliche Expertise, die dahinter blicken kann und das dann eben nicht nur als Content Creator sieht. Eure Meinung dazu würde mich super gerne interessieren, also einfach zu den Lidschatten selber und auch zu diesem ganzen Konzept.
super gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier drüben 2 weitere Videos. Und hier könnt ihr mich super gerne abonnieren, kostenlos. Vielen Dank für den Support. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.